Willkommen zurück zu einer neuen Folge I Am Alive. Im Untergrund immer noch mit Mays Mutter sind immer unterwegs, aber nicht wie ihr denkt, um irgendwelche Sachen anzustellen. Im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Wie man halt so schön sagt. Nein, wir wollen natürlich Mays Mutter, wir sind ein anständiger Kerl, zurück zu ihrer Tochter und zum Handy bringen. Und May erzählt uns gerade, ach, Mays Mutter, Entschuldigung, erzählt uns hier gerade ihre Lebensgeschichte. Pass auf, so. Patched around after the event. But you know, we hear all sorts of things about the remaining survivor camps and shelters. We're trying to leave Haventon all together. His place is pretty well protected against quakes and dusts. So we hid there until we could find a way out. Maybe he could help you get some useful information about existing camps. So. Thanks. That would be really helpful. Könnte mir jetzt bitte. Ich weiß nicht mal welche Richtung. Ich gucke jetzt mal geradeaus. Also ich kann sowohl links als auch rechts. Also der offensichtlichere Weg wäre links rum. Also gehen wir erstmal rechts rum. Wenn hier nichts ist. Boah, jetzt bin ich böse. Warum ist hier nichts? Das ist aber jetzt frech. Fresh, fresh. Ah, hier liegt. Da liegt er. Also doch in die Richtung. Von wo kam er? Von da, ne? Ja. Bogen ist angewählt. Ah, hier geht's hoch. Ach, das gefällt mir alles nicht, ey. Hier war ich doch schon mal, oder nicht? Ne? War hier hinten nicht die eine Troller, der ich geholfen habe? Ja, ja. Wo ich mich dann gewundert habe, wie der rauskommen will. Ne? Jetzt geht's hier hoch. Genau. Na gut, dann ist der Kanone, dass ich hier nichts finde. Die rennt schon wieder völlig apathisch vor. So. Jetzt kommen wir wieder in so eine beschissene Tiefgarage. Die hat mir schon beim ersten Mal gefallen. Ich aber nie die Typen finde, die die Pistole haben, ey. Ich gehe trotzdem nochmal durch. Ich weiß, beim letzten Mal bin ich schon durchgegangen. Ich gehe trotzdem nochmal durch. Ich habe beim letzten Mal schon nichts gefunden. Ich finde anscheinend diesmal schon wieder nichts. Ja, von wegen, siehst du? Einen schönen Obstsalat. Das war jetzt nicht so schwierig. Ja, ja, da mache ich viel zu wenig, der Tipp da. Viel zu wenig. Ich glaube, die Hälfte von dem Display besteht in Ladezeiten, Ladebildschirmen. Die 15% kriegst du es auch noch hin.
Aha. Oh, my baby girl. Mommy. I'm so sorry, May. I promise I will never leave you alone again. You promise? Yes, baby. I promise. Yes. Yes. Well, you were right, Henry. There is a ship out there. Did they say what they're doing? While they're here? They've been searching for survivors. I knew it. Well, tell them we're ready to go. Come and get us. There's a problem, though. The fog is making it impossible for them to get too close to shore. They can't risk running around. We'll have to create a beacon or something to guide them in. A beacon? How are we gonna create a beacon? Ja, wie, sagt er, ne? Ich natürlich. How about fireworks? What? Fireworks. I have a stash left from last New Year's, right before the event. Fireworks! Yes, fireworks! I love fireworks! You'll have to light those fireworks someplace nearby. Above the fog layers. The high-rise building right behind us will be perfect. Zu den Straßen in Downtown gehen. Zugang zum Hochhaus verschaffen. Und komm, überlegen, ich muss mal kurz rekapitulieren, wo das da ist. Ich da schon mal war. Also natürlich war ich da schon mal. Ja, doch, das ist. Ah ja, das ist gegenüber von dem, die Tomaten wollten. Tomaten, meinst du? Das ist ja hier. Also da, genau in der Mitte von dem Bildschirm war hier, da war ja der Typ, der die Zigaretten wollte. Und da, auf dem Dach, die Tomaten. Und da habe ich doch schon letztes Mal verzweifelt diesen Übergang gesucht. Zugang zum Hochhaus verschaffen. Naja, vielleicht ist es jetzt da. Gut. Ist hier noch irgendwo Pistolenkugeln versteckt? Nee, hat er nicht. Naja, gut, komm, jetzt sollen wir uns hier länger aufhalten. Oder wo ist hier Mays Mutter? Vielleicht können wir ein bisschen rumshakern. Hm? Ach, da. Wo waren die denn? Mommy says the boat will come as soon as you light the fireworks. Ja. Klar. Diesmal kommen keine, aber es ist schon wieder hell. Fällt mir da gerade mal wieder auf. Ach, ich habe ja die Gasmaske. Herrlich. So. Hier aufs Gebäude zu gehen hat jetzt einen so großen Zweck. Stimmt, da kann ich auch noch. Ich bin gerade überlegen, ob ich mit der Gasmaske auch rennen kann, eigentlich schon, so wie ich das. Ja, da kannst du runter, genau, da kannst du runtergerutscht. Ach, jetzt kommt wieder dieser tanzende Affe, ey. Er tanzt nur, ist nur ein Tanzen. Guck mal da, Tag und Nacht ist er am Tanzen. Ich gehe jetzt mal, glaube ich, auf die andere Straßenseite. Ja.
Ich gehe jetzt aber mal kurz hier hoch. Obwohl, komm, ich habe genug. Wenn ich normal gehe. Hier im Rand. Ja, hier komme ich vorbei. Ja, sowieso. Hier unten ist ja nur runter. Da vorne komme ich hoch. Hä? Kam ich beim letzten Mal auch schon hoch? Ach nee, da muss ich ja rüber. Okay. Das war beim letzten Mal noch nicht. Als ich hier beim ersten Mal war, war das nicht. Ohne Scheiß. Da lag da kein Balken drüber. Da lag da nichts drüber. Hab ich jetzt gerade mal geguckt. Naja, da ist was. Das war letztes Mal nicht. Looks like I'll have to go through the leaning building to reach the other side. Da schreit schon wieder jemand. Er hier? Nee, der schreit bestimmt nicht mehr. Da unten? Ja. Da unten schreit jemand. Okay, da gehe ich jetzt aber nochmal hin. Ich klettere mal erstmal hoch, um die Ausdauer voll zu machen. Also das war beim letzten Mal nicht. Ja, ja, ich komme noch. Nein! Ey, ne! Was ist denn das für ein Scheiß? Ich würde das gerne nochmal runter, ey. Und jetzt springe ich gerade ein Kapitel zurück. Das ist mal ohne Scheiß. Das soll ich machen. Ich will den Typen helfen da unten. Jetzt lass mich da bloß wieder runter. Wenn es nicht geht, dann... Ne, es geht nicht mehr. Sag mal her, was haben wir denn da? Familienfeier. Leute, ich gehe da jetzt gerade nochmal zurück. Kurz einen Moment. So, Leute, da sind wir wieder. Das mache ich jetzt. Ich habe da jetzt ein Bedürfnis nach. Get out of this shithole. I've been here for more than a week. Come on, come closer. There's gotta be a way around. I think my leg is broken. Yeah. Ich bin ja nicht so. Hey, thank you, really. I know how precious these first aid kits are. I owe you one. During the early days of the dust cloud, people survived in those buildings that had been sealed up to keep out the dust. It was amazing, really. They wrapped up the whole city in a matter of days. Of course, a lot of good men died doing it, breathing in the dust and all. They saved a lot of other lives, though. If there was any good that came out of all of this, it came from them. Those guys are heroes. So. Ach, guck mal, der hat einen Mundschutz. Ich hab schon überlegt, gerade, wieso der so lange hier überleben konnte. Er hat einen Mundschutz an, der Kerl. Aber sicher doch. Weißt du, ich renne ja mit der Gasmaske rum und meine Ausdauer verbraucht sich. As soon as my leg is better, I'm out of this city, man. So, Leute. Der Part ist rum. Gehen wir gerade noch über die... Eisenleiter. Balken. Ja. Leute, wir sehen uns im nächsten Level oben auf der Spitze. Ihr habt es schon gesehen, wo es weitergeht, ne? Bis dahin. Ciao.